Moin, herzlich willkommen hier zurück am Dienstag zu einer neuen Ausgabe von unserer beliebten Serie Ich drehe durch, was tust du? Nein, völliger Quatsch natürlich. Ja, ihr wisst, was wir hier tun. Was für ein Kurs der denn? Das ist doch, achso doch, das ist hier Brauerei. So, alles klar. Leute, wir sind hier am Ernten. Die Ernte läuft und ihr habt es wahrscheinlich alle schon gesehen. Nein, das ist jetzt schon über eine Woche alt, was ich euch zeige. Aber endlich habe ich es fertig. Ich habe euch ja gesagt, ich baue noch was Neues. Und ich bin fertig. Es ist seit letzter Woche Montag früh. Ist es freigegeben bei Alice Mod Company. Ich bin eben ein Stück im Voraus hier, daher kommt es jetzt. Es gibt jetzt zwei Zwischenlager von mir. Es gibt dieses erste Zwischenlager für Leerpellet, Blumenkohl und so weiter. Das ist für die Holzverarbeitung im Süden gedacht. Und hier im Norden kann ich auch Holzkohle, Bienenstock, Haferflocken, Papier, Karton und Holzscheitpaletten lagern. Und das kaufe ich mir jetzt. Dreh das mal ein bisschen. Platziere mir das mal hier hin. Nein, ich wollte das eigentlich andersrum platziert haben. Naja, egal. Nee, nicht egal. Doof. Doof. Das muss ich wieder verkaufen. Habe ich Geld doppelt ausgegeben. Wahrscheinlich. Wie kriege ich denn das wieder los? Wo ist es? Es ist weg. Muss ich wohl langsam durchscrollen hier? Nützt ja nichts. Schöner Fuhrpark, ne? Krass. Da ist es. So. Auf. Boah. Halber Preis nur noch. Naja, habe ich 77.000 in Sand gesetzt. Ich wollte es aber genau andersrum platziert haben und deshalb. Andersrum macht es keinen Sinn. Ich wollte die Rampe hier vorne haben und nicht hinten. So, da ist es. Das schöne Lager. Ja, ich weiß, jetzt habe ich 77.000 von nothing. Und Holzkohle kann ich einlagern. Paletten, Bretter, Holzscheite, Bienenstöcke, Haferflocken, Papier und Karton. Aber erstmal muss ich hier gucken, warum hier denn meine Bekloppten schon wieder fahren wie die Geisteskranken. Ja, wird auch mal Zeit. Das ist ein bisschen nervig, dass die Fahrzeuge sich das nicht merken. Ja, den müssen wir gleich auch nochmal. Hat ja gut geklappt. Das mit dem dahinter? Der Follow Me? Nee, ist er nicht. Okay.
Ja, ich muss hier gleich erstmal eben gucken, wie weit ich bin. Sonst komme ich hier gleich durcheinander. Erstmal fahren wir den Drescher da hinten. Boah, du gehst mir auf den Nerven, echt, echt. Muss ich sagen, also... Aber wirklich, absolut, gehst du mir auf den Nerven. Und ja. Ja, der Cargo Line ist ja wieder zur falschen Richtung gefahren. Super. Oder ist zu weit gefahren, hat zwischendurch nicht angehalten. Meine Schuld. Ach, hier siehst du, der ist noch lange nicht fertig. Jetzt steckt schon wieder ein Lexion im Verkehr fest. Ich krieg doch hier heute echt zu viel. Ey, es gibt Tage, da läuft das alles echt mega entspannt. Und es gibt Tage, da läuft gar nichts. Ich glaube, heute ist so ein Tag, wo gar nichts läuft. Warte mal. Wir schalten uns mal wieder munter durch. Ja, wo ist denn hier dein Abfahrer? Ja, die sind beide für da unten gedacht. Ja, hier ist er. Wie sieht's denn überhaupt hier aus? Boah. Völliges Chaos. Sag ich ja. Na, erstmal aufräumen. So, damit wir jetzt hier erstmal nicht so viel rumeimern. Machen wir jetzt Folgendes. Das hier erstmal mal ins Lager. So, dann schalten wir um auf Paletten. Dann hole ich zumindest schon mal
fertigen Paletten hier weg. Und jetzt hauen wir hier erstmal Paletten rein, so viel wie es geht. Damit werden wir immer noch nicht alle wegkriegen. Hier liegen weit mehr als 100 Paletten. Aber ein paar kriegen wir da rein. Holzstämme habe ich hier nicht zum Einlagern, weil die kann man eigentlich eh nie genug haben und ich glaube, wenn, dann würde ich die eh immer alle direkt ins Sägewerk hauen. So, jetzt müssten hier gleich schon 36 davon drin sein. Achso, ich bin übrigens mal beigegangen und habe die Paletten, die unter der Karte sind, alle mal entfernt. Das waren, ja, 30, fast 40 Paletten, glaube ich. Mal sehen, ob das jetzt ruhiger läuft. So, jetzt müsste das schon überhalb voll sein. Jetzt müssten da nämlich schon 52 drin sein. Das heißt, ich kriege noch 3 Ladungen da rein. Das ist die erste davon. Wie viele Paletten hier liegen? Zweite. Und jetzt kommt die letzte. Immer noch unendlich viele Paletten. Das ist unglaublich. Müsste genau aufgehen, müssten genau 100 sein. Jetzt. Wenn mich nicht alles täuscht. Gleich 100 von 100. Das Holzscheite, die brauche ich da drüben bei der Holzkohleproduktion, oder? Ich habe noch nie Holzkohle produziert. Das also auch mit dem Einlagern mit Holzkohle nicht getestet, muss ich ganz ehrlich sagen. Holzscheitel, Leerpaletten, Wasser. Wo liefere ich was an? Also Wasser ist, denke ich mal, klar. Hier. Leerpaletten, Wasser und Holzscheitel. Da drin, wo ich gerade war, oder wo? Oh. 15 Minuten sind um.
Ja, habe ich noch nie gemacht. Schau ich mal. Könnt ihr noch eben beibleiben, wenn ihr wollt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch für eure Treue, fürs Zuschauen, für die ganzen Abos, die Likes und so weiter, die ganze Unterstützung. Ja, hier war richtig. Und natürlich bedanke ich mich auch für Kritiken, für Wünsche und alles. Und denkt dran, bei 1000 Abonnenten gibt es einen 10-Stunden-Livestream. Und ja, ich lege mich jetzt mal fest, während des 10-Stunden-Livestreams wird es auch ein kleines Gewinnspiel geben, wo ihr dann eine Kleinigkeit gewinnen könnt. Was genau, verrate ich noch nicht. Teilweise weiß ich es auch noch nicht. Aber ich habe schon so Ideen. Gucken, was ich davon umsetzen kann. Morgen 2 Folgen. Morgen ist Feiertag, 3. Oktober. Bei euch. Ich bin in der Schweiz. Ich habe keinen Feiertag. Schweinerei. Aber ihr habt Feiertag. Und daher gibt es morgen 2 Folgen. In diesem Sinn sage ich erstmal ciao.